Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3. Das ist die dritte Lesung des Gesetzentwurfs zum Nachtragshaushaltsgesetz 2018-2019. Ich darf zunächst den Berichterstatter Wolfgang Decker bitten, den entsprechenden Bericht zu geben. Den anderen Kollegen gebe ich den Hinweis auf die Orientierungsrahmenzeit. Ansonsten werde ich dann gleich, habe schon ein paar Wortmeldungen. Kollege Decker, Sie sind dran. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Der Haushaltsausschuss hat am vergangenen Montagabend die dritte Lesung vorbereitet und gibt Ihnen folgende Empfehlung. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in dritter Lesung unverändert anzunehmen. Die Empfehlung ist mit den Stimmen der CDU und Bündnis 90 die Grünen gegen die Stimmen der SPD, der AfD, Freie Demokraten und der Linken ergangen. Und zweitens empfiehlt der Haushaltsausschuss dem Plenum, zu den Einzelplänen folgende Beschlüsse zu fassen. Wie immer erspare ich mir das, die Ihnen vorzulesen. Sie finden sie in der Anlage. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Decker. Erster Redner ist der Kollege Kaufmann für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen. Herr Kaufmann, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenige Bemerkungen. Die erste: Ich bin mir der späten Uhrzeit durchaus bewusst. Die zweite Bemerkung, die muss aber unbedingt sein. Ich will Dank aussprechen. Dank an alle, die bei der Erarbeitung und bei der Beratung dieses Nachtragshaushaltsentwurfs mitgewirkt haben. Und ich bedanke mich ausdrücklich bei den Kolleginnen und Kollegen der Opposition. Denn sie haben ein Verfahren akzeptiert, das nicht das Optimale ist. Und Sie haben in dem Fall akzeptiert, dass wir in Hessen mal wieder sehr früh Ferien haben und aber zwischen der Beginn dieser Legislaturperiode im Januar und jetzt der Sommerpause den Nachtrag noch durchbringen wollten. Das wird ja heute geschehen, damit die Veränderungen, die der Nachtrag sozusagen mehr formaler Art bringt, dann auch umgesetzt werden können, bis hin zu der Übernahme der Besoldungserhöhung, das wir qua Gesetz bereits beschlossen haben und das jetzt in der Finanzierung auch mit eingeht. Also vielen Dank an alle, die mitgewirkt haben. Ich will gleich, und damit nehme ich einen nächsten Punkt schon mal auf, sagen, dass wir bei der Beratung des Haushalts 2020 sicherlich ein anderes Verfahren wählen werden und auch sollten. Und deshalb und vor allem auch deshalb, weil es sich dann lohnen würde, sehr viel intensiver in die Inhalte einzusteigen. Denn das, was verehrte Kolleginnen und Kollegen der Opposition kritisiert haben, dass ja alles so langweilig wäre und keine Änderung und wo denn die neue Politik sei, das wird im Haushalt 2020 ganz gewiss auf Sie zukommen. Deswegen entwickeln Sie schon einmal ein Stück Spannung. Sie werden sich dann freuen. Natürlich, und das ist meine letzte Bemerkung, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein solcher Nachtrag ist relativ unspektakulär. Wenn Sie dafür in Anführungszeichen irgendeinen Schuldigen suchen wollen, dann sind es die Wählerinnen und Wähler. Die haben nämlich die vorhergehende Regierung, ich würde sagen, sehr gut bestätigt, aus unserer Sicht besonders gut. Aus unserer Sicht. Und insoweit ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass wir die gute und bestätigte Politik auch sinnvollerweise fortsetzen und uns im Nachtrag auf die notwendigen Veränderungen, die aus den wenigen organisatorischen und sonstigen Fragen und aus der Tatsache sich ergeben, dass die Wählerinnen und Wähler halt den Landtag auch etwas größer gemacht haben, sodass wir auch dafür die entsprechenden Mittel brauchen. Dieses alles zusammengefasst. Ich freue mich darüber, dass Sie jetzt möglichst viele diesem Nachtragshaushalt zustimmen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Kaufmann. Nächster Redner für die Fraktion der Sozialdemokraten ist der Abg. Marius Weiß. Bitte schön. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kaufmann, vielen Dank für die Worte, für die ungewohnte Milde. Die dankenden Worte gebe ich natürlich gerne zurück. Und ich bedanke mich insbesondere bei den Kolleginnen und Kollegen im Haushaltsausschuss, wie ich fand, für die, wie eigentlich immer, sehr konstruktiven Haushaltsberatungen und für die sehr konstruktive Debatte und für die eigentlich ganz gute Zusammenarbeit, die wir da haben. Nichtsdestotrotz finde ich es natürlich außerordentlich bedauerlich, dass am Montagabend mit den Stimmen der schwarz-grünen Mehrheit sämtliche Anträge der SPD-Fraktion zur Änderung dieses Nachtragshaushalts abgelehnt wurden. Ich will trotzdem jetzt darauf verzichten, hier noch einmal groß in die Debatte einzusteigen, wenn mir das nicht als Beleidigtsein ausgelegt wird, und will stattdessen
und will stattdessen vielleicht mich mit den Worten von Joachim Gauck trösten. Fortschritt ist immer erst einmal eine Sache von Minderheiten. In diesem Sinne werden wir weiterhin für Mehrheiten kämpfen. Und angesichts der späten Zeit, glaube ich, muss ich Ihre Aufmerksamkeit hier nicht länger beanspruchen. Herzlichen Dank. Der Dank ist ganz unsererseits, lieber Herr Kollege Weiß. Damit kann ich nämlich schon den nächsten Kollegen ans Rednerpult bitten. Das ist der Kollege Vohl für die Fraktion der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Präsident, ich werde auch Ihrem Rat folgen und die 10 Minuten nicht ausschöpfen. Rein vorsorglich, es wären auch nur 5 gewesen. Gut, dann auch die 5. Heute sprechen wir ja über die dritte Lesung, über ein Gesetz. Und das will ich gleich zu Anfang sagen. Dieses Gesetz wird die AfD-Fraktion aus bestimmten Gründen ablehnen. Ich habe gestern dazu schon einige Ausführungen gemacht. Lassen Sie mich aber heute auf einen Punkt eingehen, der unserer Fraktion noch wichtig ist. Es sind die Gelder, die die einzelnen Fraktionen für ihre Arbeit bekommen, Steuergelder. Der neue Landtag hat in dieser Legislaturperiode statt 5 Fraktionen 6 Fraktionen. Das hat der Wähler so entschieden. Die AfD bekommt dadurch 1,45 Millionen Euro Fraktionsmittel. Wir haben den Antrag gestellt, das Budget auf dem gleichen Niveau zu belassen wie in der letzten Legislaturperiode und diese Mittel dann unter 6 Fraktionen aufzuteilen. Einsparung 1,45 Millionen Euro. Des Weiteren wollen Sie die Fraktionsmittel noch einmal um 600.000 Euro anheben. Nur um Ihre Verluste, die Sie bei den letzten Wahlen erlitten haben, auszugleichen. Wir haben den Antrag gestellt, keine Erhöhung der Fraktionsmittel, Einsparung 600.000 €. Beide Anträge, meine Damen und Herren, haben Sie abgelehnt, mit Begründungen, die für den hessischen Steuerzahler nicht mehr nachvollziehbar sind. Sie wollen nicht sparen. Das hat man auch in der Diskussion um die Diätenerhöhung gesehen. Sparen ist für Sie Populismus. Ja. Und das müssen Sie mir erklären, warum Sparen Populismus ist. Ich verstehe es einfach nicht. Nein, meine Damen und Herren, der CDU, der FDP, der GRÜNEN und der LINKEN, der hessische Steuerzahler wird Ihnen Ihre Ausgabenwut ganz gewiss nicht danken. Ich aber danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner ist die Abg. Schardt-Sauer für die Fraktion der FDP. Ach, gut. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Damen und Herren Kollegen! Man könnte sagen, Nachtragshaushalt 2019, auch damit alle wach werden, Klappe die dritte. Heute wird die Regierungskoalition den Nachtragshaushalt 2019 verabschieden mit einem ambitionierten Zeitplan innerhalb von 4 Wochen. Immerhin, es gab ein Dankeschön dafür. Wir Freien Demokraten hätten uns gewünscht, nicht nur der Zeitplan wäre ambitioniert, sondern auch die Inhalte. Die haben wir leider gesucht. Ich will zu später Stunde nicht alle Kritikpunkte, ich könnte sagen, ich mache jetzt fast alle, nein, alle Kritikpunkte detailliert wiederholen, nur ein Thema auf die Agenda setzen für die angekündigten Beratungen im Herbst. Ein Thema, das aus unserer Sicht politisch und auch gesellschaftlich zentral ist und gar nicht oft genug wiederholt werden kann, Digitalisierung im Bereich Schule. Jedem muss klar sein, dass die Mittel des Bundes aus dem Digitalpakt nicht ausreichen. Und selbst ist nicht mal da, der Kultusminister hat dies erkannt, sucht die Mittel wahrscheinlich, seine Lösung jetzt schon mal
jetzt schon einmal nach weiteren Bundesmitteln rufen. Hier muss man sagen, um im Schulmodus zu bleiben, hier erledigt Hessen seine Hausaufgaben, wohlwollend ausgedrückt, gerade befriedigend. Man könnte sagen, Klassenziel erreicht. Umso gespannter sind wir natürlich, werter Kollege Kaufmann, weil Sie mit großer Spannung ankündigen, dass das alles jetzt sozusagen erst einmal nur so ein Geschehen auf dem Bahnsteig war, um wieder auf den Schlafwagenmodus zu kommen, und dass die eigentliche Fahrt losgeht mit der Haushaltsberatung im Herbst für den Haushalt 2021. Und da werden wir in der Wiedervorlage sein und das Land daran erinnern und sagen, das Land kann und muss mehr leisten. Denn wer es mit der Digitalisierung ernst meint im schulischen Bereich, der kann sich nicht auf 12,5 ausruhen. Der muss etwas aus der Schatztruhe ausbacken, Digitalisierung beschleunigen. Wir Freien Demokraten sehen das nicht als eine alleinige Verantwortung des Bundes. Das ist uns viel zu wichtig. Und manchmal ist dieses Hin- und Hergeschacher bei Elementaraufgaben auch nicht zielführend. Wir und die Kollegen von der SPD, der Kollege Weiß hat es angesprochen, hatten einen entsprechenden Änderungsantrag als Hilfe, auch im Nachtragshaushalt, wo Sie gesagt haben, da wird noch nicht viel passieren, vielleicht den wahren Weg zu erkennen. Sie haben alle Änderungsanträge konsequent abgelehnt. Aber nach dem Spiel ist vor dem Spiel, oder besser, nach dem Nachtragshaushalt ist vor dem Haushalt 2020. Und für diesen Haushalt 2020 erwarten wir Freie Demokraten auch angesichts der nach wie vor positiven Steuerschätzungen mehr Anstrengungen bei den anstehenden Aufgaben. Wir Freie Demokraten werden diesem Nachtragshaushalt nicht zustimmen. Am Ende will ich es aber nicht versäumen, den vielen begleitenden Akteuren zu danken bei einer solchen Haushaltsberatung. In der Verwaltung, den Ausschüssen, natürlich auch dem Budgetbüro. Gerade dieses Budgetbüro ist für uns Parlamentarier, gerade der Opposition, ein unverzichtbares Hilfsmittel. Zugleich war es für sogenannte Welpen, sprich die neuen Mitglieder dieses Landtags, eine Unterstützung, kann ich ganz persönlich sagen. Danke. Und Ihnen, werte Kollegen, herzlichen Dank für die Geduld beim Zuhören. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächster Redner ist für die Fraktion der Linkspartei der Kollege Schalauske. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich werde auch versuchen, mich nicht an der Orientierungszeit des Präsidenten zu orientieren, es kürzer zu machen. Also klar ist, bei allen politischen Differenzen gilt der Dank an die Kolleginnen und Kollegen in der Haushaltsberatung, im Haushaltsausschuss, an die Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung und natürlich auch an das Budgetbüro für die gute Zusammenarbeit. Ich finde auch, das gehört einen Applaus verdient. 4 Wochen, das waren jetzt sehr rasche Beratungen, und rasche Beratungen führen zu dem Ergebnis, es gibt keinerlei Änderungen an dem Nachtragshaushalt, weder durch die Regierung noch konnten sich Vorschläge der Opposition durchsetzen, sodass sich auch an unserer grundsätzlichen Kritik am Nachtragshaushalt, die ich hier schon zweimal vortragen durfte, nichts geändert hat. Sie hätten die Chancen gehabt, konkrete Verbesserungen für die Bürgerinnen und Bürger mit in den Nachtragshaushalt zu nehmen, wie etwa die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Und Sie hätten die Chance gehabt, sich in grundsätzlichen Fragen, ich nenne mal die Stichworte Schuldenabbau, Investitionen oder so, auch in Ihren Positionen zu bewegen. Da haben wir andere Vorstellungen, die sind, weil Sie eben eine Mehrheit haben, hier auch nicht zum Tragen gekommen. Herr Kaufmann hat davon gesprochen, dass er sich eine breite Mehrheit für die Verabschiedung des Nachtragshaushalts wünscht. Ich glaube, wer alle Änderungsvorschläge der Opposition ablehnt, so wie es das Ritual hier im Hause sein mag, der darf sich dann auch nicht wundern, wenn der Nachtragshaushalt nur die geringstmögliche, nämlich ihre eigene Mehrheit, finden wird. Wir haben von Beginn an kritisiert aus verschiedenen Richtungen in der Opposition, dass
der Nachtragshaushalt nicht besonders ambitionsvoll vonseiten der regierungstragenden Fraktionen gestaltet worden ist. Wir werden jetzt zügig auch die Beratung über den Haushaltsentwurf 2020 haben. Und da bin ich mal gespannt, was die Regierung vorlegen wird. Wir werden dann auf jeden Fall wieder mit Änderungsvorschlägen und auch mit Kritik hier zur Seite stehen. Und ich freue mich dann auf die vor uns liegende grundsätzliche Debatte. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Schalauske. Und damit ist an der Reihe der Kollege Michael Reul für die Fraktion der CDU. Solange er noch zu uns kommt, will ich Ihnen vielleicht sagen, dass nachher im Anschluss noch der KPA und der Ausschuss für Digitales in 510W zusammenkommen und die damals angekündigte Sitzung des Haushaltsausschusses für heute unmittelbar an die Plenarsitzung nicht stattfindet. Bitte schön, Herr Kollege Reul. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Nachtragshaushalt für das Jahr 2019 beinhaltet drei wichtige Punkte. Erstens. Wir starten mit der Digitalisierungsoffensive. Zweitens. Wir schaffen 500 neue Stellen in den notwendigen Bereichen. Und drittens. Wir setzen den Tarifabschluss um, der insgesamt 8% mehr macht bis zum Jahr 2021 für unsere Bediensteten. Zusätzlich erhalten wir das Hessenticket. Diese drei Punkte sind zentral, sind wichtig, und die haben wir im Nachtragshaushalt gemeinsam niedergelegt. Der Nachtragshaushalt ist Politik mit Augenmaß, klug und vorausschauend. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich danke für die angenehmen Beratungen. Es waren gute Beratungen, und ich wünsche mir jetzt eine breite Zustimmung. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank. Auf den Kollegen Reul ist Verlass. Das muss man wohl feststellen. Vielen herzlichen Dank. Damit sind wir. Nein, ja, jetzt hat natürlich noch der Minister das Wort, der Staatsminister Dr. Schäfer. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es spricht für die konstruktive Zusammenarbeit der Haushälter, dass die Redner in der dritten Lesung alle gemeinsam extrem sparsam mit ihrer Redezeit umgegangen sind. Dafür bedanke ich mich ausdrücklich. Ich bedanke mich für die konstruktive Beratung, insbesondere auch für die Bereitschaft, diesen hochambitionierten Zeitplan mitzugehen und dafür zu sorgen, dass wir damit auch ausreichend Zeit haben werden, den sicherlich nicht unbedeutender werdenden Haushalt des Jahres 2020 in angemessenen zeitlichen Dimensionen zu beraten. Ich bedanke mich bei allen beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil in aller Regel gehen ambitionierte Zeitpläne auf die Knochen der Beteiligten. Ich danke mich in besonderer Weise an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meines Hauses. Das Zusammenspiel hat, glaube ich, wieder prima funktioniert. Ich bedanke mich für die Mitarbeit und freue mich auf Beratungen des nächsten Haushalts. Herzlichen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Schäfer. Auch ja, sehr gut hier. Wir kommen langsam richtig voran. Ich bedanke mich dafür sehr herzlich. Damit sind wir am Ende der Aussprache angelangt. Und ich lasse in dritter Lesung über den Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung abstimmen. Das ist, bitte? Dann ist gut. Das ist die Drucksache Nummer 20/835. Wer für die Annahme ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der CDU und von Bündnis 90 die Grünen. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der SPD, von der Fraktion der Linke, die Fraktion der Freien Demokraten und die Fraktion der AfD. Gibt es jemanden, der sich enthält? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Damit ist der Gesetzentwurf zum Gesetz erhoben.